Willkommen zurück, ihr Lieben, zu Skyrim. Wir befinden uns immer noch im Gasthaus, wo ich jetzt ein kleines Nickerchen geplant habe, nachdem wir Grelo die Gütige in Rifton getötet haben für einen kleinen Jungen, der in ihrem Waisenhaus unglücklich war. So, ich nehme mal alles mit, was da ist, wie immer. Und dann gehen wir mal eine Ode pennen. An Himmelsrands treueste Söhne und Töchter, die Sturmmäntel. Ist ja gut. So, ich würde sagen, wir schlafen mal 12 Stunden, dass unser Charakter wieder schön ausgeschlafen ist. Manchmal braucht man einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, Ruhe. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Unterdrückung ist. Achso, ja, richtig. Die arme Nelgine. Ach ja, Freunde. Ich war einer der besten Soldaten der Sturmmantelarmee. So. Dass man mir ein Schwert durch die Brust gerammt hat. Ist das so? Oh, was ist denn hier los? Gar nichts. Irgendwas ist hier komisch. Ja gut, dann würde ich sagen, widmen wir uns doch mal der Bilanzfälschung. Eines von beiden war doch, glaube ich, in der Nähe. Kann das sein? Bilanzfälschung ist in Markart, aber der Einbruch. Haben wir den Einbruch nicht angenommen? Okay. Ha, das ist sehr cool. Sprich mit dem Gesichtsformer bei der Liebesgilde. Falkenring. Ha. Kehren wir doch mal zu Shadr zurück. Machen wir mal diese ganzen verschiedenen Quests. Die sind nämlich auch ganz interessant teilweise. Karte. Wo ist denn Shadr? Sieht irgendjemand den Pfeil? Da ist der Pfeil. Ah, schon wieder hier! Stelle von Rifton. Stelle von Rifton? Ja, wirklich? Shadr, wer war denn das? Können wir aber gleich nochmal nachlesen. Das steht in der Questbeschreibung. Hey, du! Wart ihr bei Saphir erfolgreich? Ach ja, wir haben dem seine Schulden aus der Welt geschafft. Bei den 8. Ihr habt sie tatsächlich dazu gebracht? Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, es würde niemanden in Rifton kümmern, was aus mir würde. Hier, gut's auch nicht. Das habe ich gespart, aber ihr sollt es bekommen. Danke. Ich dachte, ich würde es brauchen, falls Saphir hinter mir her wäre, aber ich brauche es nicht mehr. Alles klar. Ja. Hofgrier nahm mich auf, als ich vor etwa einem Jahr nach Rifton kam. Er hat mich alles gelehrt, was er weiß. Auch hier... Oh. Moment. Mal warten, bis sie wieder aufmachen. Auch hier kaufen wir natürlich das Pferdchen. So, Stelle. Aufstehen, ihr Faulpelze. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass da nichts geklaut wird, während die gucken. Nö, alles gut. Ich muss noch Pferde beschlagen. Also beeilt euch. Ist bestimmt gefährlich, außerhalb der Mauern zu leben. Ja, ich habe hier vor nichts Angst. Nur Schwächlinge verstecken sich hinter Mauern. Nein, ich bin kein Schwächling. Ich würde sogar wetten, dass ich die stärksten Arme in ganz Himmelsrand habe. So ist dem so. Oh, bestimmt irrt ihr euch. Oh, da habe ich wohl einen Herausforderer. Wie sieht's aus? Eine Wette unter Freunden. Mein gesamter Geldbeutel mit Septimen, dass ich euch im Faustkampf besiege. Wenn ihr einschlagt, kämpfen wir, bis einer von uns aufgibt. Na gut, ich halte mit. Gut, aber denkt daran, wir kämpfen anständig. Keine Waffen, keine Tricks und auch keine tollen Zaubersprüche. Los geht's. Los, die wollen das, zeigt mir, aus welchem Holz. Die wollen alle mit uns geprügelt werden. Na los, sonst geht's doch gar nicht. Halt die Klappe, du kleiner Bengel. Verdammt. Na los, sonst du solltest echt aus dem Weg gehen, kleiner Kerl. Was denkt ihr, was ihr da macht? Was? Es ist nicht... Okay. Wartet, ich kenne euch doch.
Wartet, ich kann. Hau ab! Was mit dem Typen reden? Der ist abgehauen. Wo bist du? Die Graubärte haben das. Ihr seid wohl zuvor. Was? Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Ich kämpfe nochmal gegen euch, aber erst, wenn ihr genügend Gold für den Wetteinsatz habt. Bitte, was? Ich habe nach euch gesucht. Ey, fickt euch alle! Ja, ich habe diese Notiz. Entschuldigung für diesen Fluch, aber wie gemein das jetzt war. Habt ihr das mitbekommen? Ja, klar, habt ihr das mitbekommen. Ihr habt da zugeschaut. Alter! Nein, ich bin kein Schwächling. Bestimmt irrt ihr euch. Oh. Wie sieht's aus? Wenn ihr einschlagt, kämpfen wir bis einer von... Gut, los geht's. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ja, diesmal steht er in der Richtung. Alter! In die Ecke mit dir. Los, so zäh ist sie doch gar nicht. Alter! Jetzt kommt wieder die scheiß Wache! Leute! Bethesda, was tut ihr? Das könnt ihr doch nicht machen! Auf die Faustkämpfer einfach die Wache hetzen. So scheiße. Ich bin kein Oh. Wie sieht's? Wenn ihr ja. Gut. Los geht's. Weißt du was, du bleibst in der Ecke und fertig. Jetzt habe ich ihn schön in der Ecke drin. Er versucht aber rauszukommen, der Assi. Alter, verpiss dich, Negerchen. Das war gar nichts. Ihr kommt. Los, so zäh ist sie doch gar nicht. Jetzt ist aber gut. Ich glaube es nicht. Ihr hattet wohl recht. Hoffentlich seid ihr nicht böse. Überhaupt nicht. Es ist schön, ab und zu mal an eurer Stelle zu stehen. Überhaupt nicht. Es ist schön, ab und zu mal an eurer Stelle zu stehen. Okay. Eigentlich wollte ich ja nur ein Pferd kaufen. Ihr braucht es. Aber gerne. Was zahlt ihr? Verkauft. Sie gehört euch. Und sie ist schon gesattelt. Super. In jeder Hauptstadt gibt es übrigens nur ein Pferd. Ich weiß gar nicht, wenn es stirbt, ob man das dann nachkaufen kann. Keine Ahnung. Ist ein großartiger Hallo. Lehrer. Von ihm habe ich so viel über Pferde gelernt. Das ist jetzt unser Baby. Ich habe nach euch gesucht. Hallo. Ich soll euch etwas liefern. Okay. Aber nur euch persönlich. Ja, ist in Ordnung. Lasst mal sehen. Ja, ich habe diese Notiz. Ich weiß nicht. Ein unheimlicher Kerl, schwarze Robe. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen. Hat mir aber ein hübsches Sümmchen gezahlt, um euch das zu übergeben. Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay. Danke. Der hat gar nichts dabei. Sehr langweilig. Und du? Was hast du so mit? Pferde kenne ich in- und auswendig. Ich reite schon, seit ich laufen kann. Tschüssi. So, dann schauen wir mal, was uns der Kurier gebracht hat. Ein Zettel muss bei Büchern sein. Rätselhaft, was ist denn der Kontrakt? Hier ist die vereinbarte Summe. Ich erwarte, dass ihr wie vereinbart Eerie eine Lektion erteilt. Ihr braucht sie nicht umzubringen, aber falls ihr euch doch dafür entscheidet, habe ich damit auch kein Problem. Arcadia. Wer ist denn Arcadia? Und was ist die rätselhafte... Oh, wir wissen Bescheid. Okay. Ich bin eine super Schauspielerin, ne? Freunde, ich bin schon wieder so müde. Ich würde sagen, wir hauen uns jetzt mal in Weißlauf Windhelm. In Windhelm aufs Ohr, weil ich bin schon wieder so müde, ich kann es gar keinem sagen, ne? Und wir brauchen auch unbedingt diesen Buff, den wir bekommen. Ein Buch auf die Jugend, auf unsere Zeit. Danke. Bin müde und genau. Hier. Für euch. Was? Dankt mir nicht. Nehmt es einfach. Was denn? Geschichtlicher Überblick. Wow, ein Buch. Wenn ihr Lust. Natürlich. Für heute gehört. Ich zeige euch euer Zimmer. Ich weiß, wo mein Zimmer ist. Macht die Tür zu. Lasst mich wissen, wenn ihr.
ist noch etwas. Brauch nix, mach Tür zu. So, schlafen. Schlafen, 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 schlafen. So müde. So müde, muss gleich 12 Stunden schlafen. Oh. Gut geschlafen? Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Ist das wirklich wichtig? Ihr seid im Warmen und im Trocknen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Grelot sagen kann, hm? Ihr wisst davon? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Das ist eine gute Antwort. Irgendwie gefällt mir nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wir sind heftig, wir schweigen. Seht ihr? Dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Grelot, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Wollt ihr, dass ich jemand anderen ermorde? Wen? Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun, das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt, darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. Soll ich euer Schweigen als Einwilligung verstehen? Dann wisst ihr also, wo wir stehen. Tötet euer Opfer und wir sind quitt. Das Begleichen eurer Schuld ist nur einen diskreten Messerstoß entfernt. Uha. Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe euch nichts getan. Ich heiße Fultheim. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Das ist alles. Ich bin ein Niemand, wirklich. Also könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Wir werden sehen. Ach, was habe ich getan? Bitte, was immer es auch ist, es tut mir leid. Oh. Wer immer das auch ist, wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Aber keine Sorge, dies ist nicht das erste Mal, dass mir jemand etwas über den Kopf gezogen und mich verschleppt hat. Ah, wer seid ihr? Zu euren Diensten. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Wow. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Der hat noch eine ganz schön große Klappe, Freunde. Wisst ihr was? Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche Katschid. Euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mitten auf der Straße abschlachten. So hat jeder etwas von der Sache. Nehmt mir diese Sachen ab! Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze aufhätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Okay.
Okay. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Also lass... Kinder zu ernähren. Jetzt hier raus! Freunde, schreibt's mir in die Kommis. Wen würdet ihr nehmen? Ihr wisst, ich habe Skyrim schon gespielt, aber ich weiß es bis heute nicht. Und ich fürchte, wir bekommen noch keine klare Antwort. Also, wen würdet ihr nehmen? Nur mal rein Interesse halber. Wir allerdings sind gründlich. Jemand ganz besonders eifrig. Drei Möglichkeiten, drei Opfer. Einer von ihnen muss es auf jeden Fall gewesen sein. Warum also etwas riskieren? Und? Wer war es? Wer hatte den Kontrakt? Oh nein, nein, nein. Versteht ihr denn nicht? Schuld, Unschuld, richtig, falsch. Alles unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich euch befohlen habe, jemanden zu töten. Und dass ihr meinen Befehl befolgt habt. Dann kann ich jetzt gehen? Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Wir sehen uns zu Hause, Astrid. Mutter. Ja, wir sind so hart und räumen die jetzt auch noch aus. Hey, wir brauchen ja unseren Pfeil wieder. Okay, ihr Lieben, das war's dann wohl hier. Leer. Oh, nichts Interessantes hier. Ein bisschen Werkzeug. Also, wenn ihr euch die Wände hier so anseht... Die Bruderschaft verwendet diesen Raum wohl häufiger. Tomaten. Okay. Puh, ich liebe diese Quest. Die ist so gut gemacht. Also nochmal zur Wiederholung. Als erstes, ne, geht ihr nach Windhelm und sprecht mit dem Aretino-Jungen. Dann bringt ihr die Grelot in Rifton um. Hier. Geht wieder zum Aretino-Jungen und dann erstmal nichts. Ja, dann macht ihr die ganz normalen Quests weiter, bis der Bote kommt und euch diesen Brief mit der schwarzen Hand übergibt. Wir wissen Bescheid. Dann müsst ihr nochmal nach Windhelm ins Gasthaus und schlafen. So, das war jetzt die richtige Reihenfolge. Ich hätte einen Schritt vorhin fast übersehen. Aber wir haben es ja noch hinbekommen. Was haben wir hier? Genau. Wir müssen also nach Falkenring. Feinde in der Nähe, okay. Ich sehe zwar keine, aber das da hinten ist nur ein Hirsch. Bitte kein Drache jetzt. Das ist uncool. Ja, natürlich ist es ein Drache. Was auch sonst. Und hier im Sumpf sind, glaube ich, sogar die größeren. Die im Flug zu treffen, ist leider praktisch unmöglich. Und so wie der aussieht, ist es einer von denen, die gar nicht landen. Hey, ihr! Können wir fangen, die Kumpel. Wenn sie nicht so schnell wären. Sieht uns da was? Ach, nur die Hirsche, okay.
Was war das? Ein Hase. Und was haben wir hier? Nochmal ein paar Insekten. Fackelwürmchen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier so ein Stein ist, mit dem man... mit dem man Fähigkeiten dazu bekommen kann, wenn man den auswählt. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Hey, da oben. Komm mal her. Komm mal her. Brauch dich. Muss dich zum Trank verkochen. Komm da runter. Du. Kannst du nicht einfach überleben wollen? Das geht doch nicht. Einfach so. Erwischt. So. Also hier ist kein... ne? Vielleicht ist da drüben einer. Oh, da ist irgendwas los da hinten. Also da ist erstmal eine Nirrenwurz. Das sind diese Lärmblumen, wenn ihr euch erinnert. Hey, wieder so ein Teil. Komm her. Ich sehe es nicht mehr. Ah, das ist ein Grab. Und ich habe so den Eindruck, dass das bewacht wird von irgendeinem Frostelementar. Nämlich gerade so einen Froststrahl hier gesehen. Und da ist auch die dazugehörige Leiche. Hustengraff, okay. Ja, irgendwas hat die Banditen erledigt. Ich muss nicht unbedingt wissen, was. So, jetzt aber. Zunächst besten. Nein. Zur nächstbesten Stadt. Nein. Stelle. So, ihr Lieben, auf geht's nach Falkenring. Ist nur ein kleines Örtchen. Ich glaube, die haben nicht mal einen Stall. Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll's gehen? Falkenring. 50! Hinein. Dann sind wir weg. Wucher. Wucherer. Elender. Für einen Ausritt. Ich hoffe, es bleibt so. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Ja, sehr gut. War bei der Kutsche. Ich weiß nicht warum, aber bei der Kutsche beendet sich das Spiel. Hick, Entschuldigung. Beendet sich das Spiel bei mir sehr Habt oft. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nee. Ich weiß es auch nicht genau. Was für ein Hund? Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Nee. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Okay. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Ja, ja. Das machen wir, Freunde, aber diese ganzen Nebenquests machen wir, wenn wir erstmal ein Pferd, ein schönes Haus etc. haben. Haus haben wir jetzt schon. Aber das Pferd fehlt mir noch. Und natürlich auch noch die Gilden und Assassinenrüstung. Haben wir jetzt Falkenring? Ja, wir haben Falkenring. Dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Fistel. Papierjäger oder so. So, da gibt's Pilze. Halt. Fisteln. So, Bergblümchen. In allen Farben. Und nun abwärts. Tollkirsch. Ich liebe den Geruch von Mord.